Seid gegrüßt. Es ist schön, dass wir endlich die Gelegenheit bekommen, uns zu unterhalten. Ich stamme aus Redcliffe, aber rekrutiert hat mich Duncan in High Ever, einer Stadt an der Nordküste. Seid ihr schon einmal dort gewesen? Ich gehörte zu Arl Eamons Gefolge, als er dem Begräbnis von König Marek beiwohnte. In High Ever habe ich meine Helena kennengelernt. Ich habe mich sofort in sie verliebt. Sie hat die schönsten Augen von allen, meine Helena. Jahrelang habe ich immer wieder nach Gründen gesucht, um nach High Ever zurückzukehren. Letztes Jahr haben wir geheiratet. Arl Eamon gab mir die Erlaubnis, in High Ever zu dienen, aber ich versuchte, Helena davon zu überzeugen, mit mir nach Redcliffe zu kommen. Zumindest bis ich rekrutiert wurde. Natürlich nicht. Ich werde zu ihr zurückkehren, sobald meine Pflicht getan und die Verderbnis besiegt ist. Seine Aufgabe scheint nahezu unmöglich, wenn man bedenkt, dass er nur eine Handvoll grauer Wächter hat. Und dennoch beklagt er sich nicht oder versucht, seiner Pflicht zu entgehen. Gewiss. So, so. Du bist das also, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben? Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, etwa einen Tagesmarsch gen Osten. Es ist so ein kleiner Fleck, den würdest du nicht mal auf der Landkarte finden. Ich war seit Jahren nicht mehr da. Ich habe mich auf den Weg in die Stadt gemacht, sobald ich meinem Paar davonlaufen konnte. Ich war in Denerim, ungefähr 6 Jahre oder so. Ich habe es nie besonders gemocht, aber es gibt dort mehr Geldbörsen als irgendwo sonst. Für so einen alten Knochen ist er ganz in Ordnung. Und er ist schneller, als er aussieht. Du hast das Gleiche gehört wie ich. Blut und alte Verträge. Machen wir uns auf in die Wildnis. Hey, ich folge dir, oder etwa nicht? Wir müssen runter in die Wildnis. Je schneller ihr es hinter euch bringt, umso besser. Glaubt mir. Grüße. Ich wurde informiert, dass in der Wildnis Aufgaben auf euch alle warten. Das Tor steht euch offen, aber seid vorsichtig da draußen. Selbst ein grauer Wächter ist heute Nacht im Wald nicht sicher.
rüber! Wer ist da? Graue Wächter? Er ist nicht halb so tot, wie er aussieht, oder? Mein Spähtrupp wurde von der dunklen Brut angegriffen. Sie kamen aus dem Boden. Bitte helft mir! Ich muss zurück ins Lager! Wenn ihr mir nur einen Verband anlegen könntet, schaffe ich es allein zurück. In meinem Gepäck sind Verbände. Vielen Dank. Ich muss hier weg. Habt ihr das gehört? Die dunkle Brut hat einen ganzen Trupp erfahrener Männer ausgelöscht. Beruhigt euch, Sir Jory. Wenn wir vorsichtig sind, geschieht uns nichts. Diese Soldaten waren auch vorsichtig und doch wurden sie überwältigt. Wie viele der dunklen Brut können wir vier erledigen? Ein Dutzend? Hundert? Dann gibt es in diesen Wäldern immer noch eine ganze Armee. Ja, es gibt hier dunkle Brut. Aber es besteht keine Gefahr, dass wir auf die Hauptstreitmacht der Horde stoßen. Woher wollt ihr das wissen? Ich bin kein Feigling, aber das hier ist töricht und unverantwortlich. Wir sollten zurückkehren. Ich kann mich trotzdem nicht mit dem Gedanken anfreunden, auf eine Armee zu stoßen. Ihr müsst eins wissen. Alle grauen Wächter besitzen die Fähigkeit, die dunkle Brut zu spüren. Was auch immer sie planen, sie werden uns nicht überraschen können. Deshalb bin ich hier. Seht ihr, Sir Ritter? Es kann sein, dass wir sterben, aber zumindest wissen wir es vorher. Soll mich das etwa beruhigen? Das soll allerdings nicht heißen, dass ich hier bin, um es euch einfach zu machen. Deshalb sollten wir uns auch wieder auf den Weg machen. Schon gut, schon gut. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Der Mabari ist im Moment stabil, aber sein Zustand bessert sich nicht. Wenn ich die Pflanze nicht bekomme, von der ich euch erzählt habe, lasst mich mal sehen. Ja, genau das ist sie. Wundervoll. Gebt mir einen Moment Zeit, um eine Salbe daraus zu machen. Er sieht schon besser aus. Ich bin mir sicher, dass er euch selbst danken würde, wenn er könnte. Gönnen wir ihm ein oder zwei Tage Zeit, um sich zu erholen. Warum kommt ihr nach der Schlacht nicht wieder hier vorbei? Wir könnten versuchen, ihn auf euch zu prägen. Vielleicht. Es ist wahrscheinlich, dass er versteht, dass er seine Heilung euch zu verdanken hat. Mabari sind mindestens so klug wie ein durchschnittlicher Steuereintreiber. Kommt einfach nach der Schlacht wieder vorbei und seht ihn euch noch einmal an.